Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute möchte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns jetzt im Patch 10.1 besorgen können. Und zwar, jetzt mit der vierten Woche, die im Patch angebrochen ist. Wir können uns nämlich hier ein legendäres Item erspielen. Das schimpft sich einmal Flüchtiges Echo von Tarigosa. Und der ein oder andere Spieler wird vielleicht den Namen schon mal gehört haben. Da gab es auch in Cataclysm diesen Legendary Stab. Und den habe ich hier mit meinem Druid auch im Inventar. Und den werden wir dafür auch benötigen. Wo können wir das Ganze jetzt herbekommen? Als allererstes braucht ihr diesen Legendary Stab, sonst könnt ihr das nämlich nicht machen. Und den Stab können halt nur Caster-Klassen bekommen. Also ein Hexer kann den holen, ein Priester kann den holen, ein Magier kann den holen, ein Shami kann den holen, weil der ja quasi Ele spielen kann. Und ein Druid wegen Eule kann den dementsprechend auch holen. Und mit Dragonflight ist dazugekommen ein Evoker, ne? Ist ja auch quasi eine Caster-Klasse, der kann den jetzt mittlerweile auch besorgen. Wo kriegen wir den Stab her? Naja, ich habe das Ganze zu Cataclysm gemacht. Es ist schon eine Ecke her bei mir. Ich habe mir jetzt nochmal so ein bisschen das angeguckt bei dieser Questreihe. Und anscheinend scheint es so, dass wir einmal nach Firelands rein müssen. Dementsprechend diesen Molten Lord umhauen dürfen. Und danach können wir in den Hauptstädten eine Quest annehmen. Dort habe ich mich jetzt auch schon mal hingestellt mit dem Twink. Und zwar... Hier bin ich jetzt in SW, einfach ein Portalraum. Bei der Horde müsste es auch ein Portalraum sein. Und dann können wir hier diese Legendary Quest annehmen. Und das ist eine relativ lange Questreihe. Das hauptsächlich, was ihr in der Questreihe machen müsst, ist dementsprechend Stuff aus den Feuerlanden von den Bossen zu looten. Ja? Heißt, das geht über einige Wochen, weil ihr eine ID drauf habt. Ihr könnt natürlich zwischen Normal und HC umschalten. Ne? Ihr könnt beide IDs laufen, das ist das Schöne. Und zwischendrin müsst ihr, glaube ich, auch mal Bosse absaugen. Da könnt ihr, glaube ich, die Instanz immer und immer wieder resetten, weil ihr die von den Bossen nichts looten müsst, sondern sie quasi nur umhaut und sie dann quasi absaugt. Also da könnt ihr zwischendrin ein bisschen was beschleunigen. Dennoch wird das Ganze einige Wochen dauern, weil ihr halt am Anfang auch was looten müsst von den Bossen, verschiedenste Materialien. Und das könnt ihr dann halt immer nur in einer gewissen Anzahl machen, ne? So viele Bosse, wie halt in der Instanz drin sind. Heißt, wenn ihr den Stab jetzt noch nicht habt, ist das eine bisschen langwierigere Angelegenheit, solltet ihr erstmal loslegen. Wir werden jetzt nicht die einzelnen Steps durchgehen, da kann ich euch empfehlen, auf WoW Head ist das relativ schön aufgeführt, beziehungsweise die Quest leadet euch da eigentlich auch relativ angenehm einfach durch. Genau, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir diesen Stab aus Cataclysm uns erspielt haben aus Feuerlands, ne? Aus den Feuerlanden oder Firelands im Englischen so rum, das muss nicht vermixen. Und ja, wie kriegt ihr jetzt damit dementsprechend hier das Mount? Wir müssen jetzt die Kampagne spielen, die mit 10.1 reingekommen ist. Und zwar in der vierten Woche können wir mit Kalegos hier oben in Waldracken einmal quatschen. Und dann geht eine relativ lange Questreihe los, wo wir dann erstmal hier einmal in dieses Ostiarium müssen. Und dann, ich will es jetzt nicht hier spoilern, aber dass ihr so ein bisschen wisst, was ihr da machen müsst. Dann geht es hier einmal zu blauen Archiven. Und danach geht es eigentlich nach komplett Azeroth, also in alle möglichen verschiedenen Kontinente. Habt ihr dann einzelne Quest-Tabs. Das Ganze dauert schon so 1,5 Stunden. Und wenn ihr diese komplette Questreihe durch habt, dann bekommt ihr am Ende ein bisschen T-Mog, auch nochmal eine Vorlage für euren Hochlanddrachen. Und wenn ihr dann nach dieser ganzen Questreihe den Legendary Stab hier im Inventar habt, dann kommen noch ein paar weitere Quests. Ja? Die dauern vielleicht dann auch nochmal 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Das sind dann nochmal ein paar Quests, die ihr erledigen müsst. Und am Ende dieser Questreihe bekommt ihr dann quasi euer Token. Heißt, Legendary Stab erspielen mit den bestimmten Klassen. Dann diese lange 10.1 Kampagnen-Quest durchspielen und dann, wenn ihr beides habt, könnt ihr am Ende nochmal diese Zusatzquest holen und dann gibt es dementsprechend das Item. Wir können uns ja mit dem Stab, ich kann es euch mal kurz zeigen, hier in diesen Drachen verwandeln. Also das ging schon seit Cutter, der kann auch fliegen und alles soweit. Und jetzt ist es so, dass wir dementsprechend nach der Questreihe hier dieses Mount-Item haben. Achso, das kann ich jetzt nicht lernen, weil meine Addons wieder ein bisschen rumspinnen. Jetzt werden wir einmal kurz reloggen und das dann lernen. Dann können wir mal uns das angucken. Ich vermute mal, das wird genauso aussehen wie das Model vom Stab. Ne? Bloß, dass wir es als Mount drin haben. Warum ist das relevant? Es ist ja schon ein bisschen gedatamined worden, dass dann mit den nächsten Patches alle möglichen Drachen das Drachenfliegen lernen können. Und dementsprechend können wir wahrscheinlich dann auch mit dem Mount quasi Drachenfliegen und dann durch die Lüfte düsen. Genau, also das werden wir jetzt einmal kurz lernen.
Dann schauen wir uns das an. Muss einmal im Mount Journal haben. Rosa, ihr seht, da unten haben wir es. Und ja, das Model ist dasselbe. Und klar, aktuell kann man hier noch nicht Drachen fliegen, aber in der alten Welt kann man jetzt quasi damit schon mal einmal rumflitzen. Und sobald dann der Patch rauskommt, vermute ich, dass wir auch hier in den Dracheninseln damit quasi Drachen fliegen können. Gut, das war es eigentlich soweit an Infos. Sollten jetzt noch Fragen offen geblieben sein, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.